Altes und Neues können wunderbar zusammenspielen, sich gegenseitig ergänzen. So wie hier zum Beispiel im Eingangsbereich des Museumsdorfs Niedersulz im Weinviertel. Moderne Architektur und zeitgemäße Gartengestaltung. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wussten Sie, wie man früher den Wein gefärbt hat? Wie man Brot gewürzt hat? Das sind die Schwerpunkte heuer hier in Niedersulz. Und wir wollen uns ansehen, welche Spuren die Pflanzen in unseren Gärten hinterließen. Und das sind die weiteren Themen. Wir sind im Hochsommer und freuen uns auf bärige, genauer erdbeerige Zeiten. Und bei Uschi gibt's zum Frühstück Hirsebrei. Blühende Rosen, duftende Kräuter und üppiges Gemüse vor der Kulisse einer alten Schule. Ich freue mich, dass bei mir die Ulrike Nehiber ist. Sie ist Chefin der Gärten hier in Niedersulz. Warum eigentlich der Kontrast modernes Gebäude und diese alten Gärten und Gebäude? Die Besucher sollen wirklich beim Reingehen ins Museumsdorf zuerst aus der Jetztzeit kommen, dann durch die Schleuse Museumsportal hinein in die alte Zeit, ins alte Dorf kommen. Und ins üppige Grün. Das ist so ein schöner Schulgarten und den hat es früher wirklich gegeben. Den hat es so gegeben. Es hat bei jeder Schule einen eigenen Schulgarten gegeben. Der Lehrer hat die Schüler wirklich im Garten auch unterrichtet, im Gartenbau, im Weinbau, in Korbflechten, alles, was mit der Natur zu tun gehabt hat, haben sie gelernt in der Schule. Die waren eigentlich weiter, wie wir heute sind, oder? Also sagen, ja. Ja, viele wissen ja nicht mehr, wie was wächst. Ihr habt viele Schüler hier. Ja, ganz viele Schulgruppen, gerade jetzt zu Schulschluss kommen sehr viele Kindergruppen her. Die freuen sich dann, dass sie in der Schule auf den alten Bänken sitzen dürfen und auch noch ein bisschen griffeln dürfen. Du, wie kann man sich das vorstellen in so einem alten Schulgarten? Wie war das eingeteilt? Was hat man da alles erlebt? Der war eingeteilt, der Schulgarten, in einen Bereich für Mädchen und in einen für Knaben. Und der Bereich für die Mädchen, das war Gemüse, Kräuter, Blumen, der war gleichzeitig auch der Versorgungsgarten für den Lehrer. Der hat ja nicht so viel verdient. Heute verdienen die Lehrer ja sehr viel, nicht? Aber damals war das nicht so. Und der Lehrer hat einen Ziegenstall gehabt und der ist eben auch versorgt worden mit dem Gemüsegarten. So, das waren die Mädels. Und was haben die Buben gemacht? Die haben sich mit der Landwirtschaft beschäftigt und mit den technischen Gewächsen. Da gibt es zum Beispiel den Faserhanf. Das ist eine Sorte, die man auch anbauen darf. Also okay, Faserhanf oder Tabak haben wir auch da. Dann ein Lein, da hat man ja auch ein Gewand damit gemacht. Der Lein ist auch da. Oder Gründüngung haben sie damals ja auch schon verwendet. Mit Klee ist sehr viel gearbeitet worden. Die verschiedenen Gräserarten haben sie gelernt in der Schule. Also Wildfrüchte eigentlich. Genau, ja. Und die Blumen und das Schöne bei den Mädels. Weißt du, was interessant ist? Da vorne habe ich einen Maulbeerbaum gesehen beim Eingang. Warum ein Maulbeerbaum eigentlich? Mit sowas hat er sich auch beschäftigt, der Lehrer. Der hat wirklich die Aufträge bekommen, dass er erstens einmal Samen züchtet, neue Sorten einführt und eben auch sich mit der Maulbeerzucht beschäftigt, weil man sich interessiert hat, selber die Seide herzustellen. Das Wachstum ist heuer üppig, aber es war nicht alles so einfach. Nein. Wie ist es euch gegangen? Es war überhaupt nicht einfach mit dem vielen Regen. Also bei bestimmten Kulturen merkst du das sehr stark. Gurken zum Beispiel oder Tomaten, die haben es ganz, ganz schwer. Und der Wein tut sich heuer auch wesentlich schwerer wie voriges Jahr. Der Wein auch? Ja, der Wein auch. Leider da mehr. Ja, wobei wir letztes Jahr auch gejammert haben. Ne? Aber es ist immer alles so extrem immer. Ja. Ansonsten ist aber das Wachstum sehr gut. Wie ist da der Boden bei euch? Der Boden ist sehr wasserhaltend an und für sich. Da heroben ein bisschen besser wie unten im Dorf. Lösshaltig, das heißt, es ist auch ein bisschen Sand dabei. Aber an sich wächst es sehr gut. Wir düngen mit Kompost. Wir werden oft gefragt, was wir denn nehmen, weil alles so üppig wächst. Aber es ist wirklich nur Kompost und ein abgelagerter Mist. Eigentlich auch schon Kompost. Ein echter Natur im Gartengarten. Zunächst aber ein Blick in den Gartenkalender. Was ist jetzt bei uns im Garten zu tun? Die Linde blüht, der Hochsommer ist ins Land gezogen, die schönste Zeit im Garten. Genuss ist angesagt, ein wenig müssen wir uns aber doch um den Garten kümmern. Zum Beispiel dann, wenn man eine Blumenwiese hat. Jetzt ist die Zeit, die Blumenwiese zu mähen. Ganz wichtig, das Schnittgut abtrocknen lassen, damit die Samen ausfallen und dann das Heu kompostieren oder als Mulchmaterial verwenden. Generell alle Beete dick mulchen mit Rasenschnitt.
Denn die Hitze sorgt dafür, dass der Boden rasch austrocknet. Und der Mulch verhindert das. Und Laubhecken werden jetzt geschnitten. Und zwar in konischer Form, oben schmal, unten breit. Dann wachsen sie am schönsten. Die Erdbeernte ist abgeschlossen und jetzt wollen wir uns ein wenig um diese süßeste Beere im Garten kümmern. Erdbeeren gibt es ja schon seit der Jungsteinzeit. Das waren bei uns diese kleinen Walderdbeeren. Mit der Entdeckung Amerikas kamen dann die amerikanischen Erdbeeren und die chilenischen Erdbeeren dazu. Und aus diesen beiden kamen mehr als 1000 Gartensorten. Die Ananas-Erdbeeren, die köstlichsten Früchte überhaupt. Ich will Ihnen ein paar Sorten zeigen. Die Erdbeere ist keine Beere für alle botanisch Interessierten. Was wir hier haben, ist eine sogenannte Sammelnussfrucht. Und diese winzig kleinen gelben Punkte, das sind die eigentlichen Samen der Erdbeere. Die treuerste Erdbeere in unserem Garten, das ist die Monats- oder Walderdbeere mit den kleinen Früchten, sät sich im Garten aus und ist ein idealer Bodendecker, zum Beispiel unter Ribiseln. Aber da kommen wir noch drauf zurück. Diese Sorten hier, die sind die aromatischsten. Mara de Bois ist zum Beispiel eine nach Walderdbeeren schmeckende Sorte. Genauso wie Mieze Schindler, eine der ältesten und tollsten Erdbeeren überhaupt. Aber aufpassen, Mieze Schindler ist nicht selbst fruchtend. Da muss man Befruchtungspartner dazu nehmen. Zum Beispiel die Sorte Corona, eine ganz ideale Sorte, die auch immer wieder trägt. Interessant auch bei der Mieze Schindler, es gibt seit wenigen Jahren eine neue Sorte, die heißt Mieze Schindler Nova und die ist selbstfruchtend. Hervorragendes Aroma, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Interessant, diese Sorte hier heißt Schweizer Herz, gibt es bei uns eher selten, hat aber auch ein köstliches Aroma. Und das hier ist eine ganz neue Züchtung, seit wenigen Jahren gibt es die wieder, hat es früher schon einmal gegeben, aber jetzt gibt es wieder im Handel. Eine weiße Ananas-Erdbeere, also ohne jene Stoffe, die Allergien auslösen. Und hier sieht man auch wunderschön, wie sich die Erdbeeren vermehren. Durch Kindel. Die braucht man nur in einen Topf drücken, bekommen Wurzeln und schon hast du wieder neue Pflanzen. Juli und August sind die beste Pflanzzeit für die Erdbeeren. Beete gut vorbereiten, denn 3 Jahre stehen die Pflanzen auf einem Beet. Dann ist die Erde ausgelaugt und die Pflanzen sind müde. Bestehende Erdbeerbeete sollte man jetzt natürlich auch pflegen. Einmaltragende werden abgeschnitten, nämlich die Blätter. Damit senkt man das Infektionsrisiko durch Pilzerkrankungen. Hat man sehr viele Erdbeeren, ein guter Tipp, Rasenmäher auf höchste Stufe stellen und abmähen. Dann kommt Kompost hin, dann kommen Hornspäne hin und dann beginnen die Erdbeeren wieder kräftig zu wachsen und setzen jetzt in den nächsten Wochen schon die Knospen fürs kommende Jahr an. Wann immer eine Gartenfrage auftaucht, Sie können bei uns anrufen und zwar am Gartentelefon von Montag bis Freitag. Da gab es heuer im Frühjahr sehr viele Anfragen zum Thema Monilia. Das ist eine Pilzerkrankung, die sich einerseits zeigt, dass Triebspitzen abdürren oder dass Früchte abfallen, also eine Frucht oder eine Triebmonilia. Was kann man machen? Das Einzige und Sinnvollste, bis ins gesunde Holz zurückschneiden. Damit bekämpft man diese Krankheit am besten an den Obstbäumen. Und jetzt noch einige Veranstaltungstipps für Blumen- und Gartenfreunde. Vom 5. bis zum 7. Juli finden die Taglilientage im Schaugarten Oberleitner in Orndingen in der Nähe von Pöchlern statt. Am 7. Juli ist Raritätensonntag in der Arche Noah in Schiltern. Und ein wichtiger Hinweis für die Sommerferien, an jedem Sonntag findet hier auf der Garten Tulln eine Schmetterlingsexkursion durch die Gärten der Garten Tulln statt. Hochbetrieb im Museumsdorf, bei euch ist immer was los und es gibt auch immer was Neues zu sehen. Jetzt haben wir schon das Besuchergebäude gesehen, das war im Vorjahr neu. Dieser Garten hier, das ist ein ganz neuer Garten. Ja, wir sind da im Bibelgarten, der ist erst vor ein paar Wochen eröffnet worden. Da kann man Pflanzen sehen, die in der Bibel erwähnt werden. Es gibt so viel Pflanzliches in der Bibel rauszulesen. Der Mensch wird als Gärtner bezeichnet oder es gibt manchmal Gartenanleitungen, richtig, wenn es jetzt den Weinbau betrifft. Es wird so oft erwähnt, ich glaube 110 Pflanzen gibt es in der Bibel. Ja. Die hast du zusammengesucht? Nicht alle. Ja. Aber du hast jedenfalls sozusagen die Regie geführt. Diese Blumenwiese gefällt mir da am besten, dieses Blumenbeet. Was hat das für Funktion in der Bibel gehabt?
Die Blumen des Feldes werden immer wieder erwähnt oder die Lilien des Feldes. Und da haben wir ganz besonders die Kronenmargerite. Das ist eine gelb blühende, einjährige Chrysantheme. Die wächst sehr, sehr gut im Heiligen Land. Das ist ja die Speisemargerite. Genau, die kann man jetzt als Gemüse-Rarität auch in unsere Gärten finden. Man findet sehr viele Würzkräuter auch. Also zum Beispiel den Schwarzkümmel, eine Pflanze, die eigentlich gleich wieder zu Brot und Wein passt. Genau, Brot und Wein, das ist ja das Thema der Landesausstellung. Und wir kooperieren mit der Landesausstellung mit unserem eigenen kleinen Projekt Kümmel, Koriander und Co. Bleiben wir ein bisschen beim Wein. Wir haben schon gesprochen über die Färberpflanzen. Ich habe die Frage am Anfang gestellt, wussten Sie, welche Pflanzen früher zum Weinfärben verwendet wurden? Das ist tatsächlich passiert. Man hat zum Beispiel die Blüten der schwarzen Stockrose getrocknet und das Pulver dann in den Wein gestreut, damit er dunkler rot wird. Oder man hat den Holunder verwendet zum Weinfärben oder auch die Kermesbeere. Mahonien habe ich auch dort gesehen, genau. Ist eine schöne Gartenpflanze. Ja. Und die haben wir auch genommen. Die blauen Beeren, da hat man sogar früher eine Tinte gewonnen aus den blauen Beeren. Man muss das natürlich alles in einer speziellen Art zubereiten, dass man es verwenden kann. Aber das hat man gewusst und man hat sich geholfen mit den Dingen, die praktisch vor der Haustür gewachsen sind. Interessant ist ja, dass der Wein sehr stark gewürzt worden ist früher. Weinraute zum Beispiel auch. Warum hat man das gemacht? Man hat den Wein gewürzt, verdünnt und gesüßt, damit er als Alltagsgetränk praktisch für alle, auch für die Kinder, gut tauglich ist. Es war total üblich, Muscatella-Salbe zum Beispiel hat man verwendet als Weingewürzpflanze. Oder die Nelken, man hat da einen Ersatz für die Gewürznelken gefunden. Die Nelkwurz zum Beispiel war üblich, den Wein damit zu verbessern. Na servus, die Kinder werden gut geschlafen haben. Ja. Was? Ihr habt wunderschöne Blüten, ihr habt wunderschöne Gärten hier, aber es gibt auch sehr viele Gebäude, zum Beispiel dieser Ortsplatz, etwas ganz Herrliches, aber auch begleitet mit Pflanzen. Ja, wir haben auf dem Dorfplatz die typischen Bäume, die immer auf Plätzen waren, also zum Beispiel Kastanien oder Linden, da kann man sich sehr gut hinsetzen und ausrosten im Schatten, den man gut brauchen kann. Halt. Ja, genau. Ja, und dann gibt es einen kleinen Gewürzkräutergarten, der hat so quasi zum Wirtshaus gehört, auch am Dorfplatz mitten im Ort kann sich der Wirt oder die Wirtin besser die Kreideln holen. Du bist zuständig für die Gärten. Wie viele Gärtner sind da? Wie viele pflegen dieses Gelände? Wir haben 6 Gärtner, Landschaftspflegerinnen, die bei uns da die Gärten pflegen. Wie viele Gärten? 20, 22, je nachdem, was man als Gärten sieht, weil wir haben sehr viele kleine Flecken, umzäunte Flecken, die vielleicht für einen anderen noch kein Garten sind. Und dann haben wir aber das große Gelände noch zusätzlich zu pflegen. Wir haben ja an die 22 Hektar mit Wald, Landwirtschaft, Wein, Krautgärten. Das gehört alles mit dazu. Also wirklich vom kleinsten Blumenbeet, genau, bis zu den großen, ja, Feldern, quasi, die es früher am Land gegeben hat. Also das will man den Leuten hier vermitteln. Und wie man hört, viele Kinder kommen daher. Ja. Kommen aber vom Wein noch mal zum Brot zurück. Die Gewürzpflanzen haben wir schon gesehen. Aber zum Beispiel da drüben der Lein, eine typische Pflanze, die man auch im Brot verwendet, beim Brotbacken verwendet. Was gibt es denn sonst noch alles da? Ja, den Kümmel, den Wiesenkümmel, den hat man früher wirklich von der Wiese vor der Haustür gesammelt. Das ist eine zweijährige Pflanze, da muss man besonders aufpassen, wenn man dann den Samen erwischt. Aber das ist das Gewürz Mitteleuropas gewesen. Also das ist wirklich das am häufigsten verwendete Gewürz gewesen. Ist es vielleicht immer noch, der Kümmel. Dann haben wir Koriander, allerdings nur die Samen, nicht die Blätter, wie sie in letzter Zeit modern sind. Mauskraut. Genau, weil es so stinkt. Und dann haben wir Anis, eine einjährige wärmeliebende Pflanze, ist auch verwendet worden. Und Fenchel natürlich, der Gewürzfenchel. Ich habe mir ein bisschen eingelesen und da habe ich gelesen, dass man früher viel zu wenig Mehl gehabt hat und das Mehl gestreckt hat. Auch diese Pflanzen habt ihr da. Genau, das gibt es zum Beispiel den Weißdorn. In manchen Gegenden wird sogar der Weißdorn Mehlbeere deswegen genannt. Der hat man die Früchte getrocknet und dann vermahlen und dem Mehl zugegeben zum Strecken. Oder eben auch wirklich die Mehlbeere. So wie, Sorbus wie heißt. Ja, ja, genau. Hast aber witzigerweise deswegen so, weil die Unterseite der Blatteln so bemehlt ist. Aber tatsächlich hat man die Früchte genommen, man hat oft einen Brei damit gemacht, den gekocht, dann getrocknet. Und diesen getrockneten Brei hat man dann auch dem Brotmehl dazugegeben. Brei ist ja das Stichwort. Mhm. Wir schauen jetzt zur Uschi. Sie fertigt heute aus der Hirse, der ältesten Getreideart, die seit 8000 Jahren von den Menschen verwendet wird,
einen wunderbaren, süßen Hirsebrei. Lassen Sie sich den schmecken. Früher habe ich immer gedacht, dass es im alten Grimm-Märchen vom süßen Brei um Grieskoch geht. Ganz falsch, da wird ja Hirse gekocht. Hirse gilt als die älteste Getreidesorte der Welt und schon in der Steinzeit ist bis zu uns nach Europa ausgewandert. Und außerdem ist es ein Süßgras. Aber dann ist der Hirse so gegangen wie vielen anderen Pflanzen auch. Sie wurde von Kartoffeln, also Erdäpfeln und Mais verdrängt. Aber jetzt ist sie wieder da. Als natürliches Schönheitsmittel für Haut und Haare und als geschmackvolle Ergänzung auf dem Speiseplan. Sie ist in allen Varianten gut und ich liebe sie, ganz wurscht, wie man es zubereitet, als Salat in pikanten und süßen Aufläufen, als Hirsenockerl, in der Suppe, mei, was es da alles gibt. Außerdem ist die Hirse glutenfrei und ich vermute, dass sie genau auch aus dem Grund sehr, sehr beliebt ist, weil auch Menschen, die an Zöliakie leiden, vertragen die Hirse ganz ausgezeichnet. Sie entgiftet zusätzlich und sie stärkt Bindegewebe und die Nerven. Was gibt's Besseres? Kein Wunder, dass sie mit diesen vielen guten Eigenschaften ganz oben auf der Spitze der gesündesten Getreidesorten steht. Früher hat man ja Hirsebrei nur mit Wasser aufgekocht. Ich habe heute auch ein Brei-Rezept mit Hirse mitgebracht, aber das habe ich mit anderen Zutaten ordentlich aufgepeppt. An einem Tag, wo ich ausnahmsweise mal Zeit habe, da frühstücke selbst ich wie eine Prinzessin. Und da gibt es bei mir eine süße Hirsesuppe. Wenn ich daran denke, dann tue ich die Hirse schon einen Tag vorher oder am Abend vorher zuerst einmal heiß waschen und dann einweichen, denn dann wird sie so richtig weich. Und wenn ich darauf vergieß, dann koche ich die gewaschene Hirse, eine Tasse Hirse mit 2 Tassen Wasser, einmal 5 Minuten auf und gebe ihr nachher 30 Minuten Zeit, damit sie ordentlich quellen kann. Und das habe ich natürlich schon vorbereitet. Die fertige Hirse, noch lauwarm, da gebe ich jetzt einmal die Hälfte gut hinein. Dann passen hervorragend dazu Hirseflocken. Ein paar ganz wunderbare Gewürze, die die Süße unterstreichen, ist Zimt, eine Prise und Kardamom. Selbstverständlich passt auch Honig noch dazu, aber die Hirse hat eh so eine Süße, da ist Honig gar nicht so notwendig. Also jetzt der Kardamom hinein und natürlich frische Früchte der Saison. Und was würde jetzt besser passen in der Erdbeersaison als richtige burgenländische Ananas aus Wiesen? Die kommen jetzt auch noch hinein. Und damit es wirklich eine Suppe wird, Mandelmilch. Zwei, dreimal durchgerührt und schon kann man sie schön anrichten. Ich habe mir da eine spezielle Form, Herzerlform, ausgesucht. So. Wer es mehr auf einen Brei steht, der tut ganz einfach weniger flüssige Zutaten dazu, aber ganz egal wie, ob Brei oder Hirsesuppe, das wird ganz sicher ein märchenhaftes Frühstück. Alle Informationen zur Sendung, auch natürlich die Rezepte, finden Sie bei uns im Internet unter naturimgarten.at. Noch mehr Rezepte gleich bei unserem Buchtipp Getreide, Power-Rezepte mit Dinkel, Weizen, Reis und Co. Von den Vorspeisen über die Brote, über die Hauptspeisen bis hin zu den Nachtischen findet man in diesem Buch vom Haubenkoch Johann Pabst wirklich alles. Köstliche Rezepte, Getreide einmal ganz anders. Eine duftende Rose begrüßt uns in diesem Vorgarten. Du weißt sicher den Namen. Das ist der Wuldendorfer Hof. Und die Rose heißt? Die heißt Parade. Eine alte Sorte, die immer wieder blüht. Und fantastisch duftet. Also der Duft, das bis daher riecht man es. Das ist ja eigentlich so typisch für diese Vorgärten, für diese Bauerngärten. Sehr viele Duftpflanzen sind da. Ja, zum Beispiel die Levkojen, die hat man früher sogar in die Innenräume getragen, damit auch drinnen ein guter Duft verbreitet wird. Und im Garten ist es überhaupt ein Traum. Ein Traum. Ja. Der Sommerflux ist auch interessant.
Ich habe den schon ein paar Mal versucht. Er schaut ja ein bisschen fahl aus, aber er ist schon irgendwie so schön auch. Gibt es verschiedene Formen. Also diese Sorte speziell ist so fahl und der duftet auch wunderbar, vor allem in der Nacht duftet er sehr stark. Das ist so nachtaktive Pflanzen, das ist was Schönes. Ja. Bartnelke, eine ganz typische Bauerngartenpflanze. Einmal Bartnelke, immer. Ja, kann man sagen. Die ist wirklich so robust. Es gibt ja Gärten, die sind eigentlich schon auflassen, aber die Bartnelken wachsen immer noch drinnen. Kein Schneck oder irgendwas bringt diese Pflanzen weg. Und ihr im Weinviertel nennst die anders? Steinnelken heißen es witzigerweise. Ja. Es gibt ja fast keine Steiner im Weinviertel. Ja. Und die Nelken heißen Steinnelken. Da werden die Tiroler sich jetzt wundern, weil die nennen ganz was anderes Steinnelke. Warum sind da zum Beispiel Kornblumen? Die Kornblumen sind auch verwendet worden für einen Heiltee. Und man hat es halt als Unkraut auch am Feld gehabt und hat sich dann auch die Unkräuter teilweise reingeholt in den Garten, damit man üppiger und bunter macht. Und da sieht man eigentlich, der Weg vom Unkraut zur Zierpflanze ist ein sehr kurzer. Ja, ist oft so. Ja. Was wir als Unkraut bezeichnen, sagen die anderen, ist eine wunderschöne Pflanze. Diese Pflanze hier, die gelbe Junkerlilie, ist ja eher ungewöhnlich, dass die in einem Bauerngarten ist. Ist gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben eine Liste, die ist die Grundlage für die Bepflanzungen von unseren Gärten von 1859. Die war in der Flora drinnen vom Nilreich. Das ist ein K&K-Hofbeamter gewesen, der hat in seiner Freizeit kartiert und aufgeschrieben, alles, was in Niederösterreich gewachsen ist. Zum Beispiel eben auch alles, was in den Gärten gewachsen ist. Eben 1859, genau unser Zeithorizont im Museumsdorf. Mhm. Und da ist diese Junkerlilie schon drinnen. Hat die irgendeine Funktion gehabt? Weiß man das? Das weiß man nicht. Leider hat er uns nicht dazu geschrieben. Okay. War sehr genau, aber nicht so genau. Wir sind auch sehr genau. Wenn Sie noch mehr wissen wollen im Internet, Sie wissen es ja, da gibt es alle Informationen, aber da gibt es auch wunderschöne Preise zu gewinnen. Nämlich Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. Die Gewinnfrage der Woche lautet diesmal, welches Getreide ist eines der ältesten, das von den Menschen verwendet wurde? Unser Museumsbesuch geht schon wieder zu Ende. Das war's für heute. Ich freue mich schon, wenn Sie das nächste Mal mit dabei sind. Da besuchen wir die Blumeninsel Mainau am anderen Ende von Österreich. Und wir machen jetzt nur einen kleinen Rundgang. Viel Spaß beim Garteln. Da duftet's. Das ist herrlich. Zunächst aber schauen wir jetzt einmal zur Ulschi. Das ist keine Stimme mehr. Früher habe ich immer gedacht, dass es sich bei dem Alten. Ja, die Pause kommt sofort. Ja, ich weiß schon. Im niederösterreichischen Waldviertel. Moderne. Habe ich schon wieder gesagt? Nein, ich sag's ja. Es ist ja. Und außerdem ist sie ein Süßgras. Ja, und dann weiß ich aber nicht weiter. Mensch!